Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Minecraft Infinity Light. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und wir haben in der letzten Folge, weiß ich gar nicht, was wir da gemacht haben. Das ist nämlich schon wieder tatsächlich ein bisschen länger her. Ich weiß nur, dass wir hier auf jeden Fall noch mehr als genügend Stuff hier herumliegen haben und dass wir das jetzt einmal irgendwie verarbeiten müssen, auf jeden Fall einmal. Da können wir einmal hier ganz normal Step by Step nach oben gehen. Sehr schön. Okay, doki. Oh, hier haben wir alles Fuel. Da ist alles voll. Okay. Ich glaube, wir waren stehen geblieben bei dem Killer Joe. Stimmt, tatsächlich. Ja, ich erinnere mich wieder, dass wir da stehen geblieben waren. Packen wir das erstmal da rein. Achso, dann müssen wir einmal gucken hier. Moment. Das eine war nämlich auch nicht ganz richtig gewesen, was ich da bei dem einen Ding gemacht habe, was ich bei der Monsterfalle da gemacht habe. Aber gut, gucken wir uns gleich mal an, alles. Ganz in Ruhe. Okay. So, dann gehen wir einmal nach unten nochmal. Und ich hätte ganz gerne auf jeden Fall mal so ein paar Lots an Cobblestone hier raus. Nehmen wir mal ein bisschen was an Cobblestone raus und packen ganz normal Cobblestone einmal hier schön herein. Sehr schön. Haben wir nämlich jetzt schon eine ganze, ganze Menge an Cobblestone, was da drin ist. Okay. So. Okay. Okay, also wir hatten ja jetzt hier unseren Killer Joe an sich schon mal gehabt. Okay, das heißt, da gab es auf jeden Fall schon mal eine kleine Schwierigkeit mit dem Killer Joe an sich, weil er nämlich keinen Input ganz einfach hat. Das war nämlich schon mal das erste Problem gewesen. Das heißt, wir benötigen dafür auf jeden Fall einen entsprechenden Input. Das heißt, um den Killer Joe zu befüllen, brauchen wir Nutrient. Und Nutrient war ein bisschen komplizierter auf jeden Fall, soweit ich das im Kopf hatte. Das heißt, wir brauchen Bottler, brauchen wir nicht. Fluid Tank brauchen wir auch nicht. Nutrient Distillation Way HT, korrekt. Das war es nämlich. Und wir brauchen dafür eine Zuckerrohrfarm zum Beispiel. Nutrient Distillation. Optimal, oder? Warte mal, Zucker. Ne, wir brauchen ja Rohstoffe, die wir auch die ganze Zeit haben. Ja, Chicken haben wir nicht. Das haben wir auch nicht die ganze Zeit. Ne, das haben wir auch nicht. Denn da Mushroom. Mushroom, Creeperhead, Dragonhead, Netherwarze. Das ist ja. Das ist natürlich eine Frage der Ausrichtung. Wir hätten jetzt natürlich die Skulls und einen Kopf. Zucker und Chicken. Oder Pilze und Fleisch. Pilze und Fleisch. Tja, wie bauen wir das am besten? Ja, das ist wirklich eine gute Frage schon mal. Pilze und Fleisch brauchen wir dafür auf jeden Fall. Wenn das natürlich jetzt, damit die Monsterfalle an sich überhaupt funktioniert, könnten wir natürlich so weit gehen, dass wir natürlich sagen, dass wir sie erstmal funktionsfähig sozusagen machen. Ah, irgendwo ist da auf jeden Fall oben was. Ah, okay, ein Skelett. Okay. Das war einfach. So. Hilft mir aber trotzdem noch nicht mit meinem Problem weiter. Was man am effizientesten dafür einsetzt.
Zucker, 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 Zucker. Die Köpfe an sich geben schon relativ viel tatsächlich, muss man sagen, ne? Das stimmt an sich, ja. Hier, Moment, ich hab eine kleine Idee, glaube ich. Okay. Was wir grundsätzlich machen könnten, wäre, also hier würde ich das einmal vollenden. Ja, ich bin noch etwas unentschlossen tatsächlich, wie ich den Raum hier am besten, am günstigsten aufteile. Okay, ich glaube, ich habe aber eine Idee tatsächlich. Okay, also im Grunde genommen meine Idee würde jetzt daraus bestehen, zu sagen, dass wir hier einen Array-HD hinbauen. Eigentlich das an das bestehende Netz, was wir hier schon haben, dass wir das auf jeden Fall noch weiter nutzen. Das wäre so meine Idee. Ja. Okay. Ja, gut. Fangen wir erstmal mit was Einfachen Ding. Wir haben jetzt mehrere Schritte zu vollziehen, die dort jetzt notwendig sind. Das erste Schritt wird als allererstes erstmal sein. Also wie schon gesagt, ich werde es nicht automatisieren. Diesen Schritt werde ich jetzt momentan noch nicht automatisieren. Das wird erst später erfolgen. Das wird erstmal eine manuelle Kiste werden müssen, denke ich mal. So, das bedeutet, der erste Schritt wird erstmal sein, dass wir uns eine Infinity Water Source auf jeden Fall herstellen. Dafür brauche ich auf jeden Fall mal ein paar Laboratory Blöcke. Haben wir noch Laboratory Blöcke hier irgendwo drin? Ne, sieht erstmal noch nicht danach aus. Oben waren Factory Blöcke. Okay, das heißt, wir brauchen erstmal Laboratory Blöcke. Das heißt, wir brauchen Stone und Netherquarz dafür. Okay, wo haben wir noch Stones? Hier einmal. Da. Okay. Das ist schon mal ausreichend dafür. Okay, dann haben wir jetzt einmal einen Nether Quarz. Nehmen wir einmal raus den ganzen Quatsch. Und dann haben wir noch einen. Dann brauche ich noch meinen Chisel. Der war nicht hier drin, sondern einmal da. Okay. So, dann da. Okay, und dann brauche ich auf jeden Fall noch eine. Mir noch eine Säge irgendwo gehabt? Oder ging das einfach so? Oder ging das jetzt im Shaped Crafting noch? Nee, natürlich wieder nicht. Slab. Moment, wie denn? Laboratory. Okay, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch eine Säge. Ich gucke noch einmal in den Kisten nach. Noch schnell auf die Schnelle eine Säge finde. Hier nicht, da nicht. Überall, nirgend und überall und nirgendwo. Okay, na gut, dann machen wir einfach eine so.
Mit Sticks und Eisen. Wieder keine Sticks? Nee, doch, da haben wir auf jeden Fall noch was. Okay. Naja. Ist wie es ist, ne? Okay, so jetzt kann ich das hier zerschreddern und erhalte hier meine Labs. Brauche ich aber gar nicht. Sondern nur ein paar wenige. So, also haben wir es in dieser Folge geschafft, wahrscheinlich, dass wir es gerade mal hinbekommen haben, bauen das hier gleich einmal nochmal aus. Vollständigen das hier einmal noch, wenn wir schon mal dabei sind. Also, das heißt, wie schon gesagt, das ist im Grunde genommen der erste Schritt, den wir jetzt erledigen wollten. Dem Killer Joe und der Monsterfalle. Zusammen. Dass wir da nämlich schon mal auf jeden Fall eine Produktion ganz einfach haben. Ich denke, das sieht auf jeden Fall bisher auch ganz vernünftig und solide aus dafür. Okay. Okay. Ja, das würde ich so erstmal unterstreichen. Ich würde da jetzt meinetwegen erstmal nochmal übergangsweise nochmal was hinbauen, was wir dann auch auf Dauer auf jeden Fall irgendwie verwenden können. Okay, gut, das sieht jetzt vielleicht noch ein bisschen komisch aus, aber erfüllt auf jeden Fall zumindest schon mal den Zweck. Das ist schon mal ganz vernünftig. Das heißt, hier haben wir nochmal einen zweiten Water-Bucket. Damit habe ich auf jeden Fall schon mal einmal sichergestellt, dass wir hier definitiv eine Water Source haben. Wir haben eine Verbindung, haben wir hier an der Stelle. Das heißt, wir werden gleich eine Sweet Pump bauen. Das heißt, da gehen wir jetzt auf jeden Fall mal wieder hoch in unsere obere Etage einmal. Und gucken uns an, wo wir da Sweet Pump mäßig irgendwas bauen können. Holz hatten wir hier sogar noch gehabt. Stone, also Stone, ne, Moment. Gut. Aber wie schon gesagt, das kommt alles noch. Nach und nach wird das alles noch fertiggestellt werden. So, das heißt, wir haben jetzt als nächstes Ziel eine Fluid Pump. Gucken wir einfach mal nach, was wir dafür benötigen. Die Fluid Pump. Gibt es noch was anderes? Also die Fluid Pump von Immersive Engineering. Könnten natürlich wieder auf Mechanism natürlich gehen. Aber ich glaube, da gab es irgendwas von Ende. Da gab es was von Ende IO auf jeden Fall. Wie ist denn die Maschine jetzt noch? Wir mal kurz hier durchgehen. Power Monitor Segment. Nein, 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 nein. Ja, das wäre der Tank dafür. Das ist aber nicht das, was wir wollen. Soul Binders, License Splice Machine. Oh, gibt's doch gar nicht. Styling Device, RF Gouge. Okay.
Reservoir? Na gut, ne, wobei Reservoir. Das ist Reservoir. Ja. Arbeit. Buckets of Water for an Infinity Water Source. So, okay. Ah ja. Okay, gut, das werden wir mal probieren. Dann brauchen wir wahrscheinlich vielleicht auch gar nicht unseren. Ah ja, okay, probieren wir einfach mal. Dark Fused Quartz nehmen wir einfach mal mit. Wäre noch irgendwo anders Fused Quartz? Ja, das nehmen wir auch noch mal mit. Also, seine ist ja auch wieder Dark Fused Quartz gewesen, okay. Also das war Nederquarz im Alloy Smelter. Okay. Das kriegt man auch noch, denke ich, hin. Okay. Dann brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Fluid Pipe. Also. Conduit war das Richtige gewesen. Weapon Alloy und Conduit Binder können wir machen, meinetwegen. So, Fused Quartz haben wir dann auf jeden Fall, das ist okay, ja. Haben wir noch Weapon Alloy? Oder gar nichts mehr von Weapon Alloy? Okay, da haben wir gar nichts mehr da. Wie war das nochmal mit Energetic Redstone Gold und Glowstone? Redstone. Und Gold, okay. Das Fused Quartz habe ich schon mal. Das ist schon mal gut. Das brauchte ich auf jeden Fall für das Reservoir. Jetzt brauche ich noch den Don und dort noch den Cauldron, den brauche ich auch noch. Okidoki. Also, okay, das hat gebackt. Und dann brauche ich noch einmal das. Und damit habe ich meine zwei Dinger. Sehr schön. Natürlich sein, dass ich das Ganze gar nicht mehr benötige. Okay, so, jetzt nehmen wir uns immer einen raus. Okay, das heißt, er produziert hier eigentlich an der Stelle schon die ganze Zeit, oder? Nein. So, jetzt natürlich die Frage, warte mal. Connected with other at two packets of water for an Infinity War. Ach so, ah ja, okay. Moment. Wait a second, I have an idea. So, das heißt, wir nehmen nochmal hier das hier nochmal raus. Okay. Und wir brauchen doch nochmal ein Reservoir dazu. Einmal hierhin und einmal dahin. Okay. Und wir besorgen uns nochmal ein zweites Reservoir. So. Also, da brauchen wir nochmal den Cauldron brauchen wir nochmal. Okay, den haben wir. Und damit haben wir nochmal unser zweites Reservoir. Das müsste eigentlich ausreichend sein, um dann entsprechend das Ganze zu produzieren. Und damit haben wir jetzt hier einmal einen Water Bucket hier und einmal ein Water Bucket hier an der Stelle. Und damit erfüllt sich das Ganze auf. Und wir müssten hier dann eigentlich einfach nur ein Conduit auf jeden Fall anschließen und dann.
An der Stelle war es von der Folge. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao.